Super Tuesday in den USA. Bei den Vorwahlen der US-Demokraten hat sich kurz zuvor das Bewerberfeld weiter gelichtet. Senatorin Amy Klobuchar gab auf und stellte sich hinter Ex-Vizepräsident Joseph Joe Biden. Dazu sagte dessen Hauptrivale, der in vielen Umfragen führende Bernard Bernie Sanders, am Montag in St. Paul in Minnesota: "And tonight I want to open the door to Amy's supporters, to Pete's supporters. Heute Abend will ich die Türen weit öffnen für die Unterstützer von Amy und natürlich auch für die von Pete Buttigieg. Ich weiß, es gibt politische Unterschiede, aber ich weiß auch, dass praktisch alle Anhänger von Amy und Pete verstehen, dass wir voranschreiten müssen für eine Regierung, die auf Gerechtigkeit setzt, nicht auf Gier. Dass unsere Regierung aufbauen muss auf den Prinzipien der ökonomischen Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit, der ethnischen Gerechtigkeit, der Umweltgerechtigkeit. Also, für all die Millionen Anhänger von Amy und Pete, die Tür steht offen für euch, kommt doch rein." "Must be based on principles of economic justice, social justice, racial justice, environmental justice." "So to all of Amy and Pete's millions of supporters, the door is open. Come on in." Am Dienstag finden Vorwahlen in 14 Bundesstaaten statt. Beim sogenannten Super Tuesday werden fast 70% der Delegiertenstimmen vergeben. Neben Sanders und Biden tritt Elizabeth Warren an, die wie Sanders zum linken Flügel gezählt wird. Erstmals ist auch Milliardär Michael Bloomberg dabei. Der Nominierungsparteitag der Demokraten ist für Juli angesetzt. Die Präsidentenwahl findet Anfang November statt. Bei den Republikanern gilt Amtsinhaber Donald Trump als unangefochtener Favorit. No matter which Democrat candidate you talk-